So, willkommen bei mir im Studio bei TV21. Was machen wir heute? Heute schauen wir wieder mal, was ich da eingekauft habe. Ich habe jetzt für eine Zeit wirklich nichts mehr Großes eingekauft, aber da konnte ich auch die Finger nicht lassen, weil der TV21, der Sammler TV21 natürlich, die Karte kaufen musste. Das ist eine Pikachu-Karte von 151. Ich finde der Illustration sehr nice. Also wirklich, es passiert sehr viel auf dieser Karte. Darum habe ich mir da trotzdem gesagt, ich kaufe hier was ein. Ich habe natürlich wie immer nicht einen eingekauft. Ich habe jetzt da gleich zwei eingekauft. Für beide zusammen habe ich 50 € ausgegeben. Aber wie gesagt, es ist ein teurer Preis. Klar, günstiger als auf Card Market, aber es wird noch fallen. Da bin ich ziemlich sicher. Ich habe jetzt hier trotzdem schon zwei geholt, weil die Karte mir einfach sieht einfach nice aus. Also richtig schöne Karte. Ich habe da keinen Versand bezahlt, weil ich da gleich zwei geholt habe. Eine nice Karte, eine coole Illustration, geile Artworks drauf. Muss man haben, irgendwie im Binder. Als nächstes habe ich da die Nami von One Piece gekauft. Das ist eine Custom-Karte, also es ist keine offizielle Karte. Karte, die gibt es nicht bei One Piece. Es ist wirklich eine Custom-Karte. Da ist eine Limitierung drauf, das finde ich eben cool und habe mir da einen geholt. Von 300 Karten gibt es 8, das ist eine Nummerierung von 98. Eine coole Karte, sieht sehr nice aus. In Manga-Form, aber wie gesagt, da hat keine Struktur drauf, wie beim richtigen Jenks-Karte beispielsweise von der Manga-Karte. Aber trotzdem nice Karte und die Name ist sowieso. Ne. Ja, ihr versteht mich, Leute. Ihr versteht mich. Auf jeden Fall coole Karte. Als nächstes habe ich vom gleichen Verkäufer, der kommt aus Deutschland, der hat es für mich in die Schweiz gesendet. Danke und Grüße raus. Es war wirklich nice mit dir auch zu schreiben. Auf jeden Fall, das ist eine Karte, die Nummer 71, auch in Manga-Form vom Zero. Coole Charakter von One Piece, wo mir sehr gut gefallen. Auch das Coole daran, in einem Slab drin, das chinesische Karten, sieht wirklich nice aus. Eine coole Karte. Ihr seht zwischendurch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte eigentlich noch mehr im Bereich Custom-Karte einkaufen, aber die meisten geile Artworks und geile Karten gibt es in Amerika, also nicht hier. In Amerika gibt es sehr viele und jetzt auch zur Zeit China mischt sich da wieder ein, das ist klar. Chinesische Markt wie TCG allgemein, Anime TCG boomt richtig. Also es ist richtig am Aufkommen, am Explodieren. Man sieht auch, dass sie da sehr viel Initiative ergreifen und selber auf dem Markt sehr aktiv werden. Weil eigentlich der Markt jetzt zur Zeit, das ist das, wo ich denke, dass viele Produkte Richtung China geht und vielleicht wegen dem hat PSA auch in Japan eine Filiale aufgemacht, damit es nahe Asien eine Filiale hat und die Strategie allgemein, auch die Pokémon-Karten mit den verschiedenen Namen drauf, wo wirklich nach Chinesisch anhört. Ich habe das Gefühl, es geht wirklich diese Richtung. Ich habe selber auch ganz viele chinesische Karten schon aufgemacht, die Quality sind sehr nice. Also wirklich von Demon Slayer habe ich ein paar Booster eingekauft, wo ich sagen muss, schrecklich gute Qualität. Also es ist einfach, es ist abartig, wie die aufholen, wie die Qualität von den chinesischen Produkten aufholen. Es ist unglaublich, es ist nicht so wie früher, wo alles gefälscht ist, wo einfach den Ruf chinesische Produkte gleich schlecht. Da kann ich leider zurzeit nicht mehr unterschreiben. China kommt richtig auf. Man sieht das auch auf Card Markets, ganz viele chinesische Produkte auf Card Market schafft. Und da kann ich mir vorstellen, dass das ein riesiger Game Changer wird, ein Game
Player wird im TCG-Bereich drin oder im allgemeinen Sammelkartenspiel, kann ich mir vorstellen, dass sie dort richtig aufholen. Ihr seht, ich habe da Einzelkarte eingekauft, coole Karten, also für mich ne, einfach nice für meine Sammlung. Mir gefällt es sehr gut und ich hoffe, ich kann so mal euch zeigen, dass ich auch zwischendurch was mache, das vielleicht nicht gleich auf ein Video kommt, obwohl ich am liebsten jedes Mal ein Video aufnehme, aber ich habe da eine kleine Sammlung und ich muss sowieso alles jetzt einpacken. Ich werde zurzeit auch nicht mehr viel einkaufen. Umso mehr ich kaufe, umso mehr muss ich mit umziehen und das gibt einfach wieder extrem viel Arbeit. Aber wenn ich dann im neuen Wohnung bin, wird das sicher sehr nice und ich hoffe, wir haben dann wirklich zusammen eine geile Zeit. Ciao.